Das war der Tag, an dem sich mein Leben geändert hat. Ich war für eine Produktionsfirma unterwegs und ich sollte einen Beitrag drehen. Mein Kameramann war dabei, Daniele. Wir haben uns als Team nochmal abgedatet. Okay, bist du fertig? Ja. So, dann ganz kurz, einfach wichtig, dass wir Dreck liefern, dass wir alles, was prekär ist, so filmen. Und dann kann ich das heute noch schneiden. Was ist prekär? Weil, okay. Also was immer sehr schwierig ist, wenn man einen asozialen Spast erzählen soll. Aber weit und breit ist kein asozialer Spasti. Hallo. Freut mich, dass ihr hier seid. Das müssen wir nochmal machen direkt. Das erzählt sich jetzt gar nicht. Ganz kurz zur Erklärung. Wir machen ja Fernsehen hier. Und wir wollen dich ja richtig darstellen, ne? Weil du bist ja der Star. Du bist ja der Star. Also da musst du einfach Engagement zeigen. Und ich habe das dann in die Hand genommen. Du einfach was Catchiges am Anfang sagst. Sowas wie, Walla, hey, Fotze, willkommen in meiner Crib. Machen wir nochmal, ja? Okay. Ganz toll. Ja. Ist nicht hässlich genug. Voila. Du Fotze, willkommen in meiner Crib. Das war noch nicht ganz da. Ich hab's blöd erklärt. Wenn du einfach den Gürtel kurz aufmachst, einfach Knopf einmal aufmachen und einmal den Hosenstall aufmachen. Und wenn du dann vielleicht als erstes sagst, Voila, ich war gerade pissen, Fotze. Ist Bildsprache, ne? Fernsehen ist viel über Bild. Ich weiß, aber wir sind die Profis, vertrauen. Ist gar kein Problem. Voila, ich war gerade pissen, du Fotze. Gut, wir haben einen Zeitplan, Leute. Wir machen es doch mal. Du machst nur deinen Hintern so und sagst, Fotze, pissen. Sei einfach ein bisschen mutig, weil dann haben wir einen Einstieg. Das hat so keiner gehabt. Das ist ganz großes Kino hier. Pissen, Fotze. Ich habe irgendwie gemerkt, dass der Typ so abwesend war. Und das, was ich mache, ist doch irgendwie auch seltsam. Aber man muss ja auch sagen, es ist halt ein Handwerk. Das ist formatbedingt und ich mache da kein persönliches Kunstwerk aus oder eine Doku. Okay, wir fangen an mit einer Vorstellung. Einfach, dass du deinen Namen sagst, sagst, wie alt du bist und deine Hobbys. Und bitte. Hallo, ich bin Jakob. Ich bin 27 Jahre alt und ich studiere Biologie. Wow. Ganz toll, Jakob. Muss mal kurz unterbrechen, weil da fehlt ein bisschen was. Wir müssen ein bisschen was anpassen. Ich habe eine Münze für dich. Und die steckst du dir bitte unter die Lippe. Super. Und damit arbeiten wir, da wollen wir hin, dann ist es super angepasst. Du hast es drauf. Okay. Und bitte. Hallo, ich bin Jakob, ich bin 27 Jahre alt und ich studiere Biologie. Meine Hobbys sind, ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich mache gerne Ausflüge. Super, ganz, ganz toll. Wir würden doch mal weitermachen mit einem anderen Hobby, dass wir ein bisschen Abwechslung reinbringen. Geschichten, womit sich jeder identifizieren kann, was jeder macht. Deswegen sagst du jetzt, hallo, ich bin Jakob, ich sträuche gerne in der Nähe von Kindergärten umher. Und ich wichse gerne auf ZDF-Familienfilme. Und ich wickel mich gerne in Alufolie ein und schütte mich mit Dressing zu. Ist das ein Hobby? Das ist ein Hobby, das ist dein Hobby. Mach dich ein bisschen besonderer. Weißt du, es gehört immer noch jetzt so eine Note, eine Nuance und man sagt, hey, der ist special. Ich habe ein gutes Gefühl. Und bitte. Hallo, ich bin Jakob. Ich sträuche gerne in der Nähe von Kindergärten umher. Und ich wichse gerne auf ZDF-Familienfilme. Ich wickel mich gerne mit Alufolie ein und schütte mir Dressing drüber. Ganz toll. Ja, sind wir fertig. Ja. Dankeschön. Ach so, wird es dann, das was ich jetzt erzählt habe, wird es so auch, kommt es im Fernsehen? Ja. Was ich eigentlich sagen wollte. Kommt es schon alles, was ich jetzt gesagt habe, auch so im Fernsehen? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Du bist ein gesunder, normaler Mensch. Ich bin die kranke Person, verstehst du? Wir machen hier was Krankes. Ich brauche einfach Geld. Und das ist der Fehler, dass die Welt sowas unterstützt, dass die sowas groß macht, dass sie hier so dafür draufgehalten. Kommt mal hier und die Lena, die macht einen Scheiß für mich. Fickt euch doch, ihr Kranke. Ja, und jetzt mache ich meine ganz eigene Sache. Ich mache Müsli. Im Internet verkaufe ich das ohne Zucker. Und das, klar, da muss man ja immer Durchhaltevermögen haben, das weiß ich auch. Und ich denke schon, dass sich das dann jetzt online einfach durchsetzt. Weil es ist gut.